Willkommen zurück, liebe Freunde, bei Guardians of the Galaxy 2, wollte ich gerade sagen, Episode 2. Ja, wir machen hier weiter. Wir brechen wohl auf. Where are we going, Star-Lord? We got a little detour to make. Right, Quill? Rocket has some business to take care of on Half-World. We don't have time for a Doch, detour. Haben wir. We've got more urgent problems to deal with right now. Peter, there's something you need to see. Hey, you promised. We're going. Ja. I found Nebula. She's taken Thanos' ship. She's heading to a remote Nova Corps outpost. Peter, she's going after Thanos' body. Oh. And we're supposed to care because... If I know my sister, she'll kill anyone. Wir haben's Rocket versprochen. Ich bleib mal dabei. Promise to Rocket. They're just gonna have to wait. Forget your promise. We need her to help us translate the Eternity Forge. Nebula isn't going to just wait for us to intercept her. Doch. Look, a promise is a promise. Pete and I are going to Half-World. Intercepting Nebula is more important. Wir haben's Rocket versprochen. Fertig aus. Thanks, buddy. I owe you one. Dann soll sie doch mit Drax gehen. Nebula. Good luck translating the forge without my sister. Frauen. Ein großes Mysterium. Ach, wir gucken uns erstmal um. Okay, wir reden natürlich erstmal ein bisschen mit denen, weil es interessiert mich schon, wie die so drauf sind. Ist das Yondus Stab? Groot? Da ist einfach nur ein Stock Groot. Ah, sehr geil. Hier haben wir Gamoras Zimmer. Kassettenrekorder. Können wir Musik anmachen? Oh, yes! Rocket must have got it working again. Ah, geil. Who has been eating all this candy? Wer hat wohl die ganzen Süßigkeiten Süßigkeiten gegessen? Natürlich Drax. Wer soll das sonst gegessen haben? Was haben wir hier noch so? Peters Zimmer. Baseball! Funny how alien all my Earth junk starts to look after a while. Ja. Hey, ach, da ist Rocket. Ja, mit unserem Buddy. Come on. Was bastelt der da? Don't die on me. Need some help with that? No, no, it's fine. Just shorts out every now and then. Ist das eine Uhr? Ah, crap. I think I got something in the engine room to fix this. You want to talk, I'll be down there. Okay, dann gehen wir gleich mal dahin. Also Maschinenraum. Hier ist die Brücke. Was haben wir da? Schon mal süße. Seriously, this stuff's everywhere. Noch mehr süß. Ich würde behaupten, das ist Drax. Wir gehen mal. Ah, wir gehen erstmal zum Maschinenraum. Erstmal mal ein bisschen mit Rocket reden. Und dann können wir hochgehen zur Brücke, weil ich denke mal, da werden die anderen... Ah, nee, da ist Groot. Zum Beispiel. Plunder. You open your home, do a bunch of misfits, and what do you get? Slobs. Peter, that's what you get. Oh, echt überall. Hier ist Groot. Hey, how's my favorite tree? I am Groot. Geh wieder, ich mach mir so einen Rocket. You think Rocket's gonna be okay? I'm worried about him. I am Groot. Well, this has been a lively and fascinating conversation. I am Groot. Ach man, herrlich, echt. Noch mehr Plunder. Parts be in the ship or something? Okay. Hey, Rocket. Hi, Quill.
I'll leave you alone. Later, Quill. Wenn du reden willst, komm in den Maschinenraum. Und dann verarschen kann ich mich echt alleine. Glaubt man's echt nicht schön. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Brücke hoch. So, Mensch, jetzt Kinder. Ah, hier ist Jön, du. So, Kumpel, reden wir mal. Don't touch that. I gave you this ship. Or at least I think it did. Can barely recognize it now. Look at all this crap you added to it. Wie Schrott. Das war's. Sagt einfach nur, wir haben Schrott und dann ist gut. Okay, hier ist Drax. Hey Drax. You doing alright? I could not protect you, Peter Quill. As hard as I tried, you were still alles gut. Nimm's nicht zu Herzen. When Thanos was alive, I was a warrior with a singular purpose. But now, I am useless. The others have made that very obvious to me. I could not save you from Hala. Don't say that. I still want you around, Drax. Thank you, Quill. I hope I do not squander your companionship. Ja, aber sie. Was denkst du denn? Clearly my skills, they are no longer as helpful as I had hoped. You should try talking to the others. You know, maybe they can teach you something new, help you find a new purpose. Who would you suggest? I don't know. Mich doch. Groot, ist vernünftig. Lessons from Groot. He's always so calm. Could use a little of that, and he always knows where he's most needed. I don't know how you can tell all that, but you are right. I should get going. Sehr schön. Dann bleibt Star-Lord. Ja. You still seem troubled by the visions of your mother. I am here to comfort you about such matters, unless you do not wish to speak of it. I just. Don't know what ja, they mean. Das ist die Wahrheit. And I want to find out. More than anything. If I had visions of my family, there is little I would not do to discover the truth. Thanks for checking in on me, Drax. We are friends. I believe that is what friends do. Ja. You got that right. Definitiv, sie sorgen sich um andere. Also beziehungsweise um die Freunde. So, jetzt bleibt ja wie gesagt eigentlich nur noch mal kurz. Drax wird erstmal von Groot lernen. Ich bin echt gespannt, was das sein wird. Das ist geil. Das ist nice. So. Aber ich möchte gerne mal noch zu Gamora. Die wird sicherlich ganz schön angepisst sein, dass wir uns für Groot, für Rocket entschieden haben. Geheimnisvolle Box. Blumen, auch niedlich. It wasn't easy to find those. Guy who sold them to me tried to charge me a fortune. I convinced him otherwise. Ja. Nett. You got a lot of sharp knives in here. How do you sleep with this stuff everywhere? Peacefully. Hm. Okay, dann wollen wir zum unangenehmen Teil dieses Besuches kommen. Wir reden. This might have been our only chance to catch Nebula, and I... She could be gone by the time we find her, and then... I don't know what happens then. I'm sorry, I really don't want to talk about it. Sie schmeißt uns raus. Ja. Frauen. Muss man nicht verstehen. Kann man nicht verstehen. Soll man nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Das ist so schön mit dem Kassettenrekorder. Okay, dann wollen wir mal reisen mit Rocket nach Halbwelt. Dann wollen wir mal losdüsen. Heads up, everyone. We're going to Half-World. Later, Quill. Don't be a stranger. And take care of the Milano. War lustig, mit dir abzuhängen. Seeing you, Yondu.
It has been a pleasure. Don't overdo it now. Bye, Gamond. Hat er gerade Gamunda gesagt? Oh Mann. Paula has found us. And this is what we call great time. Sie verfolgt uns echt. Die verfolgt uns gerade jetzt bis Episode 5. Halbwelt, verlassenes Labor? Ist das vielleicht der Planet, wo Rocket gezüchtet wurde? Weil Rocket ist doch ein Produkt, sage ich jetzt mal, wenn ich mich recht erinnere. Und natürlich ist das vielleicht so eine Art Mutter- oder Vaterfigur, der oder die Erschafferin. What is this place? Home. Sieht so aus, als ob ich recht habe. Thanks for trusting me, Rocket. I'm glad you brought me here. This isn't what we're here for. Come on. Ich bin gespannt, echt. Es ist. Ich glaube, die ganze Episode dreht sich ja eh eher so um Rocket. Ist das das Grab? Oder ein Grab? Oder das Grab, nehme ich mal an. Rocket, let me help you. Don't touch her. Ja, fass sie nicht an. Oh. Oh, eine Vision von Rocket diesmal. Ohne Erinnerung. Subject seems to be responding well to the program. Vital signs are good. Still no rejection of the artificial vertebrae or neural implants. Rockets Erschaffung. The only one who wasn't a total failure. Everything rests on you, my little friend. Oh man. Rocket. Eine andere. You okay? I heard you screaming in there. These walls aren't exactly soundproof. That guy. Ugh, just want to bite him in his stupid little face. Try that once. Did not end well. Oh man. Tasted terrible too. Seine Geliebte oder so. So, did you get it? You mean this? Wait, it's the right one, isn't it? Yeah, that's it. Sie will er wiederbeleben. Und nicht Erschaffer. We can finally break out of here. Starkes Stück. Advanced security. Supposedly unhackable blast doors. Piece of cake, right? You sound worried. Hey, you can do this. Just stick to the plan. Braucht deine Hilfe. Schön, dass wir Rocket spielen. I don't know what I'm doing. I can't do this without you. You know more than you think, okay? Not more than me, but you know. Close. Frauen. Einfach typisch Frauen. Okay, er funktioniert. Nice. Controller funktioniert sehr schön. Power source. Designed by yours truly. Okay. Moment of truth. Go ahead and hook it up to the underside. Ach, das ist das Ding, was er da. Ouch. Stupid piece of junk. You know your ear twitches when you're frustrated, right? It's cute. Niedlich. Du bist es. Oh, Süßholzraspeln. I meant that as an insult. I'm so offended. Why do you keep doing that with your face? It's called smiling. You should try it sometime. Happy.
Oh mein. Lass es, Rocket. Er hatte doch eben doch... Now, all I need is a display and we're in business. Es ist wirklich dieses Ding, was er da versucht hat zu reparieren. Und was ist das, was er da jetzt gebastelt hat? Also eine Uhr ist es auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, sowas... Entschlüsseler, eine Hackcode... Dich Frierer. Oder sowas in der Art. Oh. Still? I'm outside again in the fresh air somewhere. It's warm, right? Can't hear a thing except the river rushing by. Eliminierungsziel? It felt so real. I can barely remember. It's been so long. Was? We have to get out of here now. You're right. We have to get these cages open. There should be a hallway just outside that door. From there we make a break for the main entrance. When I get out, I'm gonna find that place. And I want you to come with me. We'll find the river. Wir sind dabei, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass es nicht passiert. Lila wird sich daran erinnern? Hide it, quick. Bett ist offensichtlich. Außer er bringt jetzt Essen. Begin prepping lethal injection. Müssen wir jetzt mit ansehen, wie sie eine Giftspritze bekommt? Rocket, I can't. Don't lose hope, okay? This isn't over. You hear me? Das ist doch. Rocket, I. Lila! Alter. Lila. Und wir holen jetzt ab, oder wie? Sollen wir jetzt auch eine Spritze bekommen oder so? Aha. Ey! Hab ich doch! Ich drück doch A! Jetzt! Das ist cool! Schöne, interessante kleine Spielerei. Oh, hört weg mit dir, Mistding. Verzichtig, geht kaputt. Gehen aber auch recht schnell kaputt, diese Metalldinger. Hätte ich eigentlich nicht erwartet. Oh, sind aber auch ganz schön viele. What are you doing? Come on. Sie wurde getroffen. Lethal injection. No. Sie wurde schon. Maybe I make it slower than I thought. Nee. Are you sure they got you? Maybe it's just a scratch or something. I was there, Rocket. I know what it is. There you are. Kill them. Alter. I'll create a distraction. Buy you time. Ob die noch lebt? Weil Lila wird sich dran erinnern. I can still cause a little chaos before it kicks in for good. I might as well try to take a few of them down with me, right? You go, Rocket. They'll be sorry for what they did to us. Ist das, was du willst? Lila, I gotta know. Is this what you want? Do you want me to leave you? I wanted a million other things. I wanted a life with you. But more than anything, I want you to survive. And if you leave me here, you will.
Die kommen bestimmt gleich durch. Oh. Go. You need to get out now. Oh, ist das eklig. Also beziehungsweise ist weil wir haben sie draußen gebuddelt, deswegen erinnerungsmäßig müssten wir sie rausgeschleppt haben. Ich würde sagen, er schmeißt sie raus. Und er findet einen anderen Weg. Oder auch nicht. Aber das ist echt cool, dass er mit und als Rocket spielt. Finde ich echt geil. Wir sind draußen, sie sieht frische Luft, das heißt, riecht, atmet frische Luft und sieht den Himmel. Aber nichtsdestotrotz scheint sie zu sterben. Oh, ist sowas ist schrecklich. It's beautiful, isn't it? I knew it. Sowas ist schrecklich. Lila? Rocky wird das nie vergessen. Ah, oh, sowas ist schrecklich, echt. Es ist schön, wenn es so dargestellt ist, aber es ist. What just? You had no right to see that. Those are my memories, not yours. It's not like I did it on purpose, okay? You can't blame me for this. That doesn't make it okay. I never said it did. Ich würde sagen, es funktioniert nicht. How could it not work? Come on. Ich habe gehofft, das würde funktionieren. Aber man braucht ein Opfer, soweit ich weiß. You got to come back. She's the one who's still. Just take it. Sorry, I dragged you out here. Boah, ich möchte echt nicht in Rockets Haut stecken und. Ich möchte nicht wissen, was, wie er sich fühlt, empfindet. Ich meine, da muss so ein depressives Loch gerade gefallen sein. Kann man sich, glaube ich, gar nicht ausmalen. Oh, ist das... Ah. Aber auch sowas muss es geben, solche emotionalen Momente, Szenen. Und was es auch geben muss, sind Cuts, damit man über in der nächsten Folge weiter dumm rumschwafeln kann. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, viel Spaß. Wenn ja, Däumchen, nächste Folge einschalten. Macht's gut.